Hi, das hier sind Bifteki Hot Dogs und wie ihr diese Dinger macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meinen Bifteki-Hotdog brauchen werde. Ich sage es direkt vorweg, das ist keine fancy Küche, sondern das ist im Prinzip eine Tour durch den Supermarkt, aber am Ende eine super leckere Geschichte. Wir starten also mit Hotdog-Buns. Das hier sind so Brioche-Buns. Die sind, man kann das schon sehen, oben angeschnitten. Das heißt, das Ding wird von oben befüllt. Dann habe ich hier 500 Gramm Rindergehacktes. Wir brauchen als Gewürz, verwende ich hier Gyros Impression von Royal Spice. Gyros-Gewürz selber machen, hatte ich euch schon mal im Video gezeigt. Kann man aber auch wunderbar Fertiges kaufen. Schmeckt richtig gut. Dann habe ich hier ein Tzatziki. Das werden wir gleich noch ein bisschen pimpen und zwar mit frischem Knoblauch. Dann habe ich hier Krautsalat, Gurkensalat und natürlich für die Bifteki etwas Feta-Käse. Und das sind alle Zutaten, die wir brauchen werden. Ein Grill, der gerade vorheizt, brauchen wir noch. Und dann würde ich sagen, wir starten durch. So beginnen wir damit, dass wir das Tzatziki ein bisschen pimpen. Wie man Tzatziki selber macht, habe ich euch auch schon mal in dem Video gezeigt. Die Erfahrung zeigt, dass dann unter dem Video immer noch 50 Kommentare kommen. Ah, das heißt, würde ich das machen, das würde ich anders machen, das macht man anders, dies und jenes. Macht es einfach, wie ihr möchtet oder kauft, wie ich jetzt hier, fertigen und pimpt ihn ein wenig. Das ist dann also jedem selbst überlassen. Ansonsten, Tzatziki, falls euch interessiert, schaut gerne auf meinem Kanal, da werdet ihr fündig. Ansonsten habe ich jetzt also hier diesen wundervollen frischen Knoblauch. Der eine oder andere wird es bemerkt haben in der Vergangenheit, ich schwärme sehr von frischem Knoblauch, denn der ist um einiges milder als der Standardknoblauch, den ihr im Supermarkt bekommt. Und ja, lässt sich super verarbeiten und ganz, ganz toll im Geschmack, empfehle ich also sehr. Der beißt halt nicht so. So, den frischen Knoblauch hacken wir fein. Wir brauchen ihn nicht komplett pulverisiert. Letzten Endes ist es kein Drama, wenn man dann in dem Tzatziki dann noch ein Stück richtigen Knoblauch vorfindet. Ich denke, das soll schon reichen. Schnapp mir den Knoblauch, gebe ihn zum Tzatziki mit dazu. Rühre das Ganze jetzt einmal durch und dann lassen wir den Tzatziki noch schön stehen, dass er ordentlich durchziehen kann und dann hat er gleich richtig Bums. So, weiter geht es mit unserem Rindergehackten. Das hier sind jetzt wie gesagt 500 Gramm. An diese 500 Gramm gebe ich jetzt, das muss man gerade schauen, das sind jetzt Teelöffel, also nehmen wir mal locker zwei von. Komm, lass es, wir nehmen drei. Drei Teelöffel von dem Gyros Impression, also ein Esslöffel wäre normalerweise das, was wir brauchen. Und jetzt wird das Ganze ordentlich miteinander vermengt, dass das Rinderhackfleisch ordentlich gewürzt wird. Ruhig ordentlich durchkneten, damit das Hackfleisch auch eine ordentliche Bindung kriegt. Denn wenn wir gleich die Bifteki formen, wollen wir nach Möglichkeit nicht, dass uns die wieder aufgehen. Deswegen, das sieht schon ganz gut aus. So, dann habe ich hier den Feta-Käse und von dem schneide ich jetzt so Scheiben runter, damit wir damit dann gleich die Bifteki-Rolls sozusagen befüllen können. So, und dann mache ich mir aus dem Hackfleisch drei Bällchen, damit wir das Fleisch ordentlich abwiegen können. Das wären also drei Hotdogs, die wir letzten Endes machen. Eins, zwei, drei und dann formen wir jetzt erstmal eine Basis. Das soll dann später die Länge des Bifteki sein. Und jetzt nehme ich mir hier den Feta-Käse, lege den hier hinein. Das war also so zwei Scheiben übereinander. Und dann falten wir das Ganze von der Seite her zu, dass wir den Schafskäse komplett in das Hackfleisch sozusagen einschließen und bauen uns einen Bifteki. Nichts anderes ist es. Eine Hackfleischrolle mit Käse, mit Schafskäse innen drin oder mit Feta-Käse innen drin.
Und so schaut das Ganze dann aus. Das lege ich jetzt kurz beiseite, lasse es ein klein wenig ruhen, bevor wir es dann gleich auf den Grill packen und ich bereite mal eben die anderen noch vor. So, die Bifteki sind fertig gefüllt. Wunderbar, hier haben wir die Buns, hier haben wir die anderen Zutaten und dann geht es ab Grill jetzt weiter. So, mein Napoleon Rogue habe ich mir für indirekte und direkte Hitze eingerichtet. Hier haben wir den Bereich mit der direkten Hitze. Hui! Und hier auf der Seite sind die Brenner aus, aber da ist richtig Dampf am Start. Und da lege ich jetzt die Bifteki auf. Und zwar so, dass die auf dem Grill was drauf sind, dass wir sie dann besser drehen können. Und dann grillen wir sie jetzt schön scharf an. So, knapp 3 Minuten später können wir mal das erste Mal nach unseren Bifteki schauen und kippen die einfach auf die Seite. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen. So, wieder Zeit, das Ganze eine Runde weiter zu drehen. Leute, ich kann euch sagen, hier riecht es inzwischen so gut, als wenn ihr beim Griechen direkt an der Küche sitzt. Der Wahnsinn, richtig klasse. So, und ein letztes Mal drehen wir die Bifteki. Und dann habe ich jetzt hier die Hotdog-Buns, die legen wir ganz hier hinten ins Eck, dass sie einfach nur warm werden können. So, und dann schnappen wir die Bifteki und legen sie jetzt hier oben auch in den indirekten Bereich, dass sie da noch ein wenig nachziehen können. Ich denke mal, so gute 5 Minuten werden die jetzt noch brauchen. Dann können wir nämlich vorher schon, die sind noch kalt, die Hotdog-Buns dann belegen. Aber wir lassen sie jetzt hier oben einfach mal kurz liegen, dass sie noch ein wenig nachziehen. So, inzwischen sind wir da, wo wir hin wollten. Was ich jetzt mache, die Bifteki lassen wir jetzt bestimmt noch so 2-3 Minuten auf dem Grill liegen, aber man sieht jetzt bei den Hotdog-Buns, die fangen jetzt schon an, sich zu öffnen. Und ich möchte, dass die richtig schön fluffig sind. Und damit die jetzt eben sich noch ein bisschen selber dämpfen, habe ich hier so einen Plastikbeutel. Und da gebe ich die warmen Hotdog-Buns jetzt hinein, dass die quasi mit der Wärme, die sie jetzt haben, und der Feuchtigkeit, die in ihnen drin ist, da so einen Wasserdampf produzieren und sich damit sozusagen selbst dämpfen. So, und unsere Bifteki, die sehen absolut fantastisch aus, aber sie brauchen noch 2-3 Minütchen. Wir wollen ja, dass sie durch sind. Also Deckel nochmal zu. So, nach weiteren 5 Minuten sind unsere Bifteki durch und jetzt können wir den Bifteki-Hotdog zusammenbasteln. So, hier habe ich den Plastikbeutel oder den Zipbeutel mit den Buns drin. Und die sind jetzt richtig schön warm, weich, fluffig. Dann fangen wir mal direkt mit dem ersten an, dass wir den vorsichtig öffnen und ein bisschen Platz darin schaffen. Dann fange ich damit an, dass ich ein klein wenig Krautsalat in das Bun hineingebe. Weiter geht's mit dem Gurkensalat. Gar nicht zu viel, wir wollen das Teil nicht überladen, denn wenn das Bifteki da gleich oben drauf kommt, dann passt da eh nichts anderes mehr rein. Das sieht aber schon ganz gut aus. Jetzt schnappen wir uns einen Bifteki. Das schaut absolut fantastisch aus. Da ist alles zugeblieben, da ist nichts aufgegangen. Richtig großartig. Ja, das Teil setzen wir jetzt da oben drauf. Holla, die Waldfee. Und dann zu guter Letzt und dann kommt zu guter Letzt etwas von unserem gepimpten Tzatziki sozusagen damit noch mit dran. Guck mal, dass ich das hier an der Seite noch so ein bisschen reinkriege. Und fertig ist der Bifteki Hotdog. Und jetzt wird das Ganze natürlich auch probiert. So, und hier ist er also. Der Bifteki Hotdog
Richtig gut sieht er aus. Ich habe mich für die Variante ohne Tzatziki oben drauf entschieden. Das könnt ihr letzten Endes machen, wie ihr möchtet, aber so denke ich, ist das ganz gut. Und dann versuchen wir mal reinzubeißen. Oh, Leute, eine super leckere Geschichte mit dem Krautsalat unten drin und dann eben das gewürzte Hack mit dem Feta-Käse mit bei. Ihr seht, das Bifteki ist auch ordentlich durch. Richtig leckere Angelegenheit und die solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich einen Kommentar. Sollte noch kein Abonnent meines Kanals sein, hier unten habt ihr auf kostenfreier Ehrengrillerbasis die Möglichkeit, das gerne zu ändern. Das würde mich sehr freuen. Inzwischen über 200.000 Abonnenten. Das freut mich tatsächlich sehr. Vielen lieben Dank dafür. Wer auf Instagram ist, folgt Barbecue aus Rheinhessen auch gerne bei Instagram, denn dann habt ihr schon ein Foto von diesen kleinen Schlingeln hier gesehen. Also, das war's für dieses Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Zutaten wie immer unten in der Videobeschreibung. Also, macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.